Folge 20 in Far Cry Primal. Hallo und willkommen zurück. Ja, ihr seht, es ist Nacht geworden. Ich hatte so ein kleines Päuschen eingelegt. Was getrunken, was gegessen. Und jetzt geht's weiter. Ich erinnere mich, wir wollten... Nein, nicht zum Säbelzahntiger, zum Tapir. Hier in dem Bereich war doch der Jack. Kann es sein, dass die Tiere wandern? Wir hatten doch in der letzten Folge hatten wir doch hier den Jack gesehen. Wieso ist... Tapir? Das ist ein Wolf, das ist ein Säbelzahntiger, das ist ein Fisch. Aha, ein Beißfisch. Aha. Wegpunkte. Kann es sein, dass die Tiere wandern? Oh, das wäre so mies. Wo ist denn... Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es nicht. Bin ich so blind? Warte mal, Filter? Jagd? So, warte mal. Wolf. Braunbär? Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der Jack hin? Verstehe ich jetzt mal gar nicht, wieso. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr förderlich. So, dann gehen wir einfach zum Leuchtfeuer. Und wenn wir das Leuchtfeuer haben, würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein paar Nebenmissionen und so. Und dann gehen wir anschließend dann mal zu dem Krieger! So, jetzt sehe ich den Wegpunkt natürlich auch besser. Es ist ja Nacht geworden. So. Ja, eindrucksvoll haben wir bewiesen, dass wir hier das Lager befreit haben. Ja. Beim letzten Mal. So. Und wir können wieder unseren kleinen Helfer rufen. Im Übrigen frage ich mich gerade, wie das nochmal war mit den... Wie das nochmal war mit den Bestienzähmen. Denn wenn ich jetzt gerade überlege, so ein Säbelzahntiger wäre schon... Wäre schon nicht schlecht. Aber nein. Huch, wollte ich gar nicht. Nicht zähmbar. Ach so, wir können ja, stimmt, wir können ja nur die Sachen zähmen, die wir ja auch freigeschaltet haben. Seltener schwarzer Löwe. Ist natürlich jetzt die Frage, wo finden wir den? Es gibt ja gewisse Tiere, die ja nur nachts auftauchen, ne? Wolf. Okay. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Leuchtfeuer und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Was ist das? Ein Wolf mit leuchtenden Augen. Haben wir, sehr schön. Wölfe sind nie alleine. Und es ist gerade sehr dunkel. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Licht und es wirkt doch schon viel einladender. Was war das? Achso, das warst du. Du könntest mal wieder was zu essen gebrauchen, ne? Oder? Oder doch. Na. Ja, fein. Ja. Voll geil. So einen hätte ich gern zu Hause. Für Einbrecher oder so. Aber ich glaube, so viel Fleisch hätte ich nicht zu Hause, um den zu füttern. Überleg mal, gehst du mit dem erstmal so zu so einer Wursttheke? Sagst du, hallo? Ich hätte gern erstmal 2000 Kilogramm Hackfleisch. Ja, schön Hackfleisch. Da gucken die erstmal drauf. Was willst du denn damit? Ja, ich habe ein Haustier. Oder lässt du den einfach mal durch die Wursttheke schlendern? Ich glaube, das könnte lustig werden. Boah, sieht das geil aus. Alter, das würde ich gerne mal am Tage sehen. Hey, bleib hier. Oh, Bambi. Hier schaut, haben wir jetzt. Jetzt natürlich auch die Keule ausgegangen. Boah, ist das geil, Alter. Was haben wir denn da hinten? Warte mal, ich gehe da mal...
Ich habe Angst. Ach, eine Deja-Hand. Wie cool. Sehr schön. Sauber. Und ich glaube, es wird wieder Tag. Ja, es wird wieder Tag. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt erstmal Ruhe und genüsslich. Aber die Nächte gehen schneller um wie der Tag, finde ich. Die Nächte können ruhig ein bisschen länger bleiben. Weil wenn man auf so eine, auf eine Jagd geht von... Alter. wenn man auf so eine Jagd geht für so ein seltenes Tier, sind die Nächte doch schon relativ kurz, muss ich sagen. So, hier ist wieder ein bisschen Alderholz. Nehmen wir natürlich mit. So, tägliche Rohstoffe im Lager. Wir müssen übrigens auch mal wieder, weil ich das gerade gelesen habe, wir müssen übrigens auch mal wieder ins Lager, um zu gucken, ob wir vielleicht demnächst mal wieder unser Lager ausbauen können. So, klettern wir mal nach oben. So. So. Da sind wir schon oben. Weit. Bitte was? Okay. Hey, cool, warte mal. Wo cool ist. Na, cooler doch nicht weg. Toll. Tasche mit Hartholz ist voll. Okay. Schön. Schön, dass ich hier einfach so reinspaziere, ohne zu wissen, dass hier jemand... Ohne zu wissen, dass hier jemand ist. Ah, der steht dahinter, ne? Hm. Warte mal. So, sehr schön. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Sehr schön. So. Können wir natürlich gucken, dass wir hier erstmal ein bisschen ein paar Pfeile wieder kriegen und sowas alles. Was wir ja gebraucht haben. Ah, herrlich. Sehr schön. Und dann entzünden wir mal. Ich entzünde das mal mit dem Bogen. Mal gucken, ob das geht. Sehr schön. Jawohl! Brüllende Felle, Leuchtfeuer. 3 von 16 haben wir schon beansprucht. 400 EP bekommen wir. XP. Sauber. So, ich werde nochmal eine Keule herstellen und, ja. Mein Gott, Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier den Bereich freigeschaltet. Wo ist. Ah, guck mal an, da ist der Jack jetzt auf. Guck mal, jetzt ist der Jack auf einmal auch hier. Das ist ja der Wahnsinn. Kann es sein, dass Jacks nur in gewissen Zeiten auftauchen? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal ein bisschen Jack jagen. Jack jagen. Jacker, Jacker. So. Gehen wir mal hier runter. Hui, hui. Hallo? Nein, was? 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 Was war das denn? Ich habe 4 gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ja, zweite Mal gestorben. Oder was dritte Mal? Nee, zweite Mal. Einmal war ja, glaube ich, von der Klippe, ne? Das gibt's doch nicht. Okay, probieren wir es nochmal neu aus. So, warte. Das sollte ich nicht sofort lösen. Vielleicht sollte ich erstmal... Oh, nein! Das ging also mal nur gerade so eben gut, würde ich behaupten. So, wo ist jetzt der... Uah, was war das denn? Hilfe. Was, wo? Wo ist denn hier einer? Ich habe gerade das Entdeckensymbol bekommen, dass hier jemand ist, aber naja. Okay, der Wegpunkt ist, glaube ich, durch Sterben verschwunden. Das ist natürlich feierlich. Der Jack ist aber immer noch da, das ist gut.
So, das heißt, wir können hier ganz getrost einfach mal weitergehen. In Hoffnung, dass wir natürlich auch einen Jack finden. Was sind das denn für Tiere? Ach, das sind wahrscheinlich wieder Ziegen. So. Ich finde es auch sehr faszinierend, wie das ja früher gewesen sein muss, ne? So mit den ganzen... Das muss ja echt gefährlich gewesen sein, durch so einen Dschungel... Durch so einen Dschungel zu laufen und alles. Okay, das sind Venya. Weil ich... Gut, ich sag mal... Die sind ja nichts anderes gewohnt gewesen früher. Na? Was ist das? Was haben wir hier? Hey, Jackhäuten, cool! Brauchen wir gar nichts machen, wie praktisch. So. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier noch irgendwo anders einen Jack am... Wo ist denn hier noch ein... Okay, da sind andere Tiger am Laufen. Ich werde mal den Wegpunkt mal eben entfernen. Warte mal. So, Jack soll auf jeden Fall hier in dem Gebiet sein. Aber ist schon mal gut, dass hier schon mal ein Jack lag. Jack, Jack, Jack. Ja, Jack, Jack, Jack. Ich nehme mal die rote Pflanze mit. Das Rotblatt. Ja, Tasche bereits voll. Da ist wieder ein Tiger. Was der abhaut, ne? Ist ja unfassbar. Was ist das denn für ein Symbol? Was ist das denn? Achso, wir haben ihn da... Wir haben ihn da hingeschickt. Uah! Haha! Ach, man kann ihn auch irgendwo hinschicken. Das ist ja praktisch. Und guck mal an. Nordschwarzstein haben wir bekommen. Wie geil ist das denn? Feier ich ein bisschen. Ah, oh. Na, geh doch, Alter. Wo ist der? Wo ist der? Bleib hier. Bleib hier! Und greif mal bitte den auch noch an, wenn du nochmal schon dabei bist. So, das war jetzt ein bisschen hektisch, ich weiß, aber naja. Jawoll. Läuft, würde ich sagen. Kann ich den noch... Achso, er hatte sich noch festgebissen. Nein, langsam. Psch, 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 langsam, 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 langsam. So, wir hatten sogar Hilfe, aber jetzt frage ich mich natürlich gerade, wo ist das... Der andere Jack, den wir erlegt haben. War das hier? Nee, ja, ja. Geh weg. Mist, wir hatten irgendwo einen Jack erlegt. Da, 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 da sind noch welche. Es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich brauche Jackfell. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Okay, Tasche bereits voll. Wir können nichts mehr nehmen. So, aber wir haben... Guck mal eine an. Ja, wir können unsere Tasche erweitern. Machen wir doch direkt. Und als nächstes brauchen wir... Was? Großelchhaut? Die Großelchhaut ist ja interessant. Aha. Ja, guck mal eine an. So, jetzt können wir natürlich auch mehr tragen. Ja, wunderbar, das hat doch sehr schön geklappt. Was haben wir da hinten? Warte mal. Gehen wir doch direkt mal gucken, wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Oh, da sind Gegner. Wenn ihr Ereignis, Blutblatt, tötet die Angreifer, okay. Ich schicke ihn mal eben weg. So.
Oh, das gibt's doch nicht. Ich schieß genau auf den Pixel wieder. Das gibt's nicht. Wie breit ist denn die Alpha-Wand vom Baum? So, warte. Die sind natürlich jetzt ein bisschen aufmerksam, die Kollegen. Sehr schön. Wow. Kommt der denn her? Finde ich gut. Bin ich ein Freund von. Ja, fein. Sehr schön. So. Haben wir das Ereignis erledigt. Finde ich gut. Ah, es gibt also auch so spontane Ereignisse. Das ist sehr schön. Du suche den gefallenen Anführer. Haben wir. Finde ich gut. Na, kann ich den... Kann ich die mal bitte durchsuchen? Danke. So, warte mal. Nochmal eben hier ein bisschen was herstellen, wenn wir schon einmal dabei sind. So, was wollten wir machen? Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Ach, guck mal an, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ich darf das nicht... Ich vergesse das immer wieder. Ich entschuldige mich dafür. So, teilweise geleerte Gesundheitsbalken generieren sich automatisch viel schneller. Was haben wir hier? Sprinten endlos mit R3, ohne langsamer zu werden. Die Sprintgeschwindigkeit wird dauerhaft erhöht. Das ist natürlich auch geil. Stellen Sie manuelle Heilung plus einen Gesundheitsbalken wieder her. Bis zu 3 können insgesamt wiederhergestellt werden. Ja, ist auch interessant. Was haben wir hier noch? Durchsuchte Gegner automatisch werden durch ein Takedown... Ah, das Durchsuchen Gegner automatisch werden durch ein automatisch ausgeführt. Ach so, ist ja interessant. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Tierfett und 2 Tierhäute. Ist natürlich auch geil. Die Ausruhzeit der Eule wird von 80 Sekunden auf 65 Sekunden verringert. Die Eule kann Stachelbomben... Tobschuchtbomben und Feuerbomben abwerfen. Auch interessant. Aber ich glaube, ich werde mal das mit dem Sprinten machen. Teilweise geleerte Gesundheitsbalken regenerieren sich automatisch viel schneller. Ich glaube, das mit dem Sprinten mache ich mal. Masbarashta. So. Und ich wollte auf die Karte gucken, wo wir als nächstes hingehen. Wir wollten... Bestie töten. Ja, Geraubtierrudel, die die Venya bedrohen. Das können wir auch mal machen. Und dann anschließend gehen wir dann zum Krieger. Was? Ach so. Boah, ich schreck mich doch nicht so. Hilfe. So. Dann gehen wir mal eben schnell zum Wegpunkt. Was? Die Musik wird schon wieder so dramatisch. Nehmen wir nochmal ein bisschen Alderholz mit. Wenn wir dabei sind. Hartholz. Wow. So. Tralalalala. Tralalalala. So. Faschnasch Hain. Hallo, mein Freund. Ich soll also zum Fluss gehen und Wildschweine jagen. Darf ich mal kurz in deine Hütte reingucken? Sieht gemütlich aus. Danke für das Ziegenfell im Übrigen. Hallo? 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 Nein, ich will nicht... Sag mal, hallo? Da, sag mal... Alter... Ich wollte die Keule eigentlich gar nicht anzünden. Schmeiß mal das mal weg, die Keule. So, ciao. Wir haben ja genug. So ist es ja nicht. So, wir sollen zum Fluss und Wildschweine jagen. Finde ich toll. Vor allem finde ich auch super, dass man hier überall auch angezeigt bekommt, die Nebenquests. Und ich bin einfach zu dumm, das zu sehen. Was haben wir denn hier? Was ist das eigentlich? Aha, Ursprung. Gut, gehen wir mal zur Hauptmission hier. So, das ist da. Okay. Ach, guck mal, das wird uns angezeigt. Da brauche ich auch keinen Wegpunkt machen dann. Das ist ja dann eigentlich Quatsch.
La 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 la. Alter Holz, alter Holz, alter Holz. So. Ist ja interessant. So, Bruder in Not. Bring Karosch, den Krieger, in dein Dorf. Er bringt die mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Speeren und Keulen aus. Udam Shanti. Winja Yaudarsh. Kusakui Haita. Okay, dann wollen wir mal. Hier waren wir auch noch nicht gewesen, im Übrigen. Was eine geile Vegetation im Übrigen, jetzt hier mal so. Mal ein bisschen... Ach, ich werd bekloppt. Jetzt kommen wir ins Schneegebiet. Wie cool ist das denn bitte? Oh, hilf den Krieger. Okay. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, ihm zu helfen. Wir haben ihn geholfen. Aua! Tawinja Mugarush. Brastar Hasmas! Udam! Wawanam! Menschenverbrennung! Yay! Mog! Mog! Mefakui Hinacha! No Misushin! Mark, Misushnu Hugwan! Mark Guanmas, Shrash, Imbrastar, Unachuba, Dushma, Dagwamas! Dushma, Mark Shwada! Okay, die Mok haben also seinen Sohn getötet. War doch richtig sein Sohn, ne? Ich glaube ja. Wirf die Udam-Leichen in das Lagerfeuer. Okay, das kriegen wir hin. Ah, können wir das jetzt machen? Ich hatte das ja schon mal ausprobiert gehabt. Na, ablegen. Oh, da kommen wieder welche. Das kriegst du wohl alleine hin, oder? Du bist ja ein Krieger. Ich brenne. Aua, 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 ich brenne. Das ist ja praktisch. So. Ja, es klappt doch wunderbar. Ich glaube, das hat nicht ganz... Hallo? Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt. Ich probiere das nochmal aus. Na... Gibt's einen auf die Nuss? So, töte die Udam-Krieger. Warte, ich muss eben mein Tier füttern. Moment. Aua. Wer? Ach, da oben. Na, wieso? Alter. Sehr schön. Machst du ganz fein. Ich glaube, da kommt noch jemand. Bin mir da nicht ganz so sicher. Hier hast du noch mal ein bisschen Fleisch für dich. Ja! Ja! Aua! Wer? Alter. Aua! Sag mal. Aua, nimm doch die Keule. Ich glaub's ja wohl. Wo ist hier noch einer? Wo? Ah, da oben.
Survival! So. Wo ist der nächste? Gibt's einen auf die Rühe? So, einen auf die 12. Und weil es so schön ist, warte mal. Weil's. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte mal verbrennen. Au! Winjara, Nartar, Lajarsh. Su. Winjayauda Dachaya. Umbauda. Brashtar. Der hat sogar einen Mammut erledigt, wie geil. So, neuer Venya-Spezialist. Sehr schön. Geil. Yay! Huch, hallo? Bruder in Not abgeschlossen. Wunderbar, das feiere ich doch ein bisschen. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Funktioniert das jetzt immer noch? Ich probiere das mal eben aus. Warte mal. Neues Schnellreisesymbol. Ja, warte. Na. Brennt der jetzt auch oder so wie die anderen? Es ist so mies, ne? Naja. Ja, wie gesagt, hat wunderbar geklappt. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter und wir schauen mal, was wir dann so erleben und finden und oh, warte mal. Wenn wir schon dabei sind. Mammuthaut, Tierfett, oh, mal 10. Und Tasche ist voll. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal weiter um, was wir so, ja, nebenbei noch so ein bisschen erdenken und vielleicht reisen wir auch erstmal nochmal zurück zum Dorf und gucken uns da mal um. Also, bis dann. Ciao.